Hallo zusammen. In diesem Online-Tutorial will ich diese Raumstruktur oder Pavillon, zumindest Teil eines Pavillon, mit euch zusammen erstellen. Wir sehen eine Grundkonstruktion aus Stützen, Querträgern und partiellen Deckenfüllungen bzw. Sonderelementen wie diese schräg stehende Füllung, dieses Element und was das hier ist, erschließt sich momentan nicht, es sei denn, ich blende die fehlenden Objekte ein und sehe damit, dass diese roten Elemente Teil eines Gesamtgebildes sind, sind, das den einen der sogenannten Follies von Bella Tschomi im Park La Villette darstellt. Das heißt, es ist ein Objekt, das dazu dient, auf diese Passerelle zu gelangen, die dann zu den nächsten Pavillons bzw. Follies führt. Und wir wollen das jetzt bauen. Auf geht's! Der erste Arbeitsschritt ist also der, dass wir uns einen Würfel erzeugen, aus dem wir die erste Stütze bauen. Die Maße für die erste Stütze sollen sein 33, 330 und wieder 33. So. Das ist die Stützkonstruktion oder der Anfang der Stützenkonstruktion, so muss man es vielleicht eher nennen, das ist ja momentan nur ein Würfel. Und der hat jetzt natürlich noch die Eigenschaft, dass er zur Hälfte unten durchschaut. Ich brauche diesen Würfel letztendlich als Würfel jetzt schon nicht mehr, kann ihn also polygonalisieren. Kann damit das Achsenwerkzeug Achse zentrieren aufrufen, kann die Standardeinstellung von 000 auf Y-100 ändern. Das Koordinatensystem des Würfels sitzt jetzt also ganz unten und jetzt gehe ich in den Koordinatenmanager und gebe hier für den Y-Wert 0 ein, drücke auf Anwenden und jetzt sitzt der Würfel auf der Grundebene. Gut. Damit alles nicht so grau in grau ist, kriegt der Würfel hier auch ein neues Material. Zack. Und das Material soll sein rot. Letztendlich brauche ich von dieser Stütze 6 Stück in einem Achsabstand von 3,30 Meter. Kopieren wir uns also diesen Würfel, Command C, Command V und versetzen den um 3,30 Meter. Ich habe das jetzt mal hier nur ein Stück zur Seite geschoben. X minus 3,3 ist hier einzutragen. Und gleich nochmal. Ich habe ja jetzt im Zwischenspeicher noch den Standardwürfel. Also Command V
wird der nochmal eingefügt und anstatt minus 3,3 gebe ich jetzt hier ein plus 3,3, also einfach das Minus weglassen und habe jetzt die ersten drei Stützen. Die kann ich zu einem Objekt zusammenbacken. Das ist jetzt neu, eine neue Funktion, dass man mehrere Polygonobjekte, die stehen ja auch einzeln im Raum, zu einem Element zusammenschmilzt. Rechte Maustaste auf diese aktiven Würfel, Objekt verbinden und löschen. Jetzt sind diese Würfel zu einem zusammengefügt. Der Nullpunkt des Ganzen ist jetzt hier zu finden. Das heißt, offensichtlich hat er also den Nullpunkt des letzten Würfels hergenommen und die anderen da quasi dazu addiert, die anderen Volumen und den Nullpunkt des letzten Würfels übernommen. Stört mich jetzt nicht, nur eine interessante Beobachtung. Okay. Nehmen wir uns also dieses neu entstandene Objekt in den Zwischenspeicher, Command C, Command V und schieben es uns jetzt hier auf der Z-Achse ein kleines Stück zur Seite und ändern den Wert in ebenfalls 3,3. Fertig. Jetzt kann ich auch diese beiden Würfel zusammenschmelzen. Rechte Maustaste, Objekt verbinden und löschen. Okay. Warum habe ich das zu einem Objekt zusammengeschmolzen und nicht die sechs Stützen gelassen? Es ist für die nächsten Arbeitsschritte einfach sinnvoller, ein Gesamtobjekt zu haben. Wir haben das ja auch hier gesehen. Ich gehe nochmal rüber in die andere, in das andere Dokument. Und auch hier ist es so, dass wir ein Gesamtobjekt haben. Wenn ich das hier mal anklicke, sehen wir, es gibt quasi ein ganzes zusammengebackenes Element. Okay. Dann geht es jetzt weiter, indem ich die Extrudieren-Funktion benutzen werde. Ja. Auch die ist nicht ganz neu, ich wiederhole sie aber mal hier an der Stelle. Das heißt, ich werde also den aktiven Würfel jetzt im Polygon-Modus mir anschauen, ziehe mir einen Auswahlrahmen so darüber, dass die oberen Abschlusspolygone aktiv sind und werde jetzt mit rechter Maustaste die Funktion extrudieren aufrufen. Extrudieren, man sieht es hier wunderschön an dem Icon, was jetzt am Cursor hängt, wird also neue Polygone aus den vorhandenen Polygonen heraus extrudieren. Über den Offset-Wert kann ich den Abstand einstellen und der soll sein 33. Neu transformieren. Führt diesen Arbeitsschritt dann aus. Damit haben wir jetzt also unsere Knoten schon erzeugt und ich mache gleich weiter. Der nächste Achsabstand
oder ja, doch, kann man sagen, zwischen der Ebene, die wir dann hier noch dazwischen fügen, und der dann kommenden, dieser Achsabstand wird sein 2,97. Das ist jetzt ein Arbeitsschritt, den ich so nicht möchte. Ihr habt gesehen, wenn ich das jetzt hier also ausführe, dann geht meine erste Zwischenlage, die hier entstanden ist, wieder verloren. Ich mache also hier erstmal Steuerung Z. Trage hier nochmal ein, die Komma 33, Enter. Das Phänomen erschließt sich mir nicht ganz, warum das Programm nicht einfach die entstandenen Polygone neu versetzt. Wahrscheinlich denkt es, ich habe eine fehlerhafte Eingabe gemacht und korrigiere diese gerade. Die Lösung, die ich hier anbiete, ist, das Objekt nochmal zu deaktivieren, wieder zu aktivieren, die Funktion mit rechter Maustaste extrudieren nochmal anzuwählen. So, und jetzt den neuen Wert einzutragen. Komma 79. Entschuldigung, 2,97. So, no, neu transformieren. Okay, nur einmal. Ja, habe ich jetzt hier auch mit Steuerung Z wieder zurückgemacht. Also so ganz transparent und logisch, oder die Logik, die jetzt die Programmierer hierfür vorgesehen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, erschließt sich mir bei diesen eigentlich gewollten Kettenextrusionen, erschließt sich mir noch nicht ganz. Ich mache es gleich nochmal. Ein paar Papier draufgeklickt. Ist ja eigentlich, hängt das Werkzeug ja noch am Cursor. Ich klicke aber trotzdem nochmal da drauf, weil einfach dieses Neu-Anwählen des Werkzeugs nach meinem bisherigen Erkenntnisstand dazu führt, dass wenn ich jetzt den Wert hier eintrage, Komma 33, es funktioniert. Da muss ich Ihnen mal noch eine plausiblere Lösung irgendwann anbieten. Das ist irgendwie sehr strange, dass man das Objekt deaktivieren soll. Ich trage hier zwischenzeitlich mal wieder die 297 ein. Enter. Und ein letztes Mal von diesem sehr seltsamen Prozess des dieser maßhaltigen Kettenextrusion. Komma 33. Okay. So, ich habe das jetzt durchgezogen. Diese Stützen, also mit den Zwischenschritten extrudiert, damit man den Zustand der Unterteilung auch bei nicht aktiviertem Objekt erkennen kann, macht man die Darstellung auf Ground Shading mit Linien, stellt man um. Und der nächste Schritt ist, hier zwischen Verbindungen herzustellen. Ja, zwischen diesen Knotenpunkten sollen jetzt Verbindungen entstehen. Dazu werde ich folgendes Werkzeug benutzen. Und zwar gibt es, wie Sie ja auch schon kennen, das Brückenwerkzeug. Das Brückenwerkzeug kann man zwischen Kanten und Polygonen anwenden. Und wenn ich es zwischen Polygonen
anwende, dann müssen die, die miteinander verbunden werden sollen, aktiv sein. Ich werde mich also jetzt hier so hindrehen, dass ich mit der Live-Selektion die sich gegenüberliegenden Polygone verbinden kann. Und ich mache auch das hier mal so ein bisschen effizient. Ich verbinde oder werde gleich mehrere nacheinander verbinden. Dazu habe ich hier die Auswahl, wie Sie sehen, erstellt. Gedrückte Shift-Taste ist übrigens der Schlüssel, mehrere Polygone hintereinander zu aktivieren. Also gedrückte Shift-Taste, die Polygone aktivieren und jetzt rechte Maustaste, Werkzeug, Brücke. Den Schritt zur tatsächlichen Verbindung zwischen dem und dem Polygon ist jetzt noch eine Leitlinie von einem Punkt zum anderen hierüber zu ziehen. Und Sie sehen schon, da passiert etwas, da wird zwischen diesen aktiven Polygonen die Leitlinie aufgespannt und Sie können sich vorstellen, dass wenn ich von der Unterseite auf die gegenüberliegende Ecke hier eine Verbindung herstellen will, dass das weniger sinnvoll ist. Ja, auch nach da oben wird nicht sinnvoll sein, sondern genau die gegenüberliegende Ecke wird jetzt hier angesteuert. Die Markierung mit Weiß zeigt mir, dass so wird das was und ich lasse los, fertig. Das mache ich jetzt mehrfach. Okay, fertig. Die Möglichkeit, solche Brücken zwischen Polygonen eines Objektes zu erstellen, ist auch der Grund, warum ich diese Stützen zu einem Objekt zusammengeschmolzen habe. Ja, Sie werden sich vielleicht vorhin gefragt haben, warum macht er das? Kann man doch auch irgendwie einzeln additiv zusammensetzen? Nee, ist mir so lieber. Ja. Geht meiner Meinung nach am schnellsten. Gut, das muss ich jetzt mit den anderen Stützen auch machen. Brücke. So, ich kommentiere jetzt mal hier nicht jeden Arbeitsschritt, denn Steuerung Z. Mir ist gerade eine Sache in den Kopf geschossen, dass ja bei unserer Konstruktion nicht alle Füllungen hier existieren. Wir sollten uns das also nochmal kurz anschauen. Genau, das heißt nämlich, diese Stütze, die ich jetzt hier sehe, ist quasi ausgespart und demzufolge auch die Verbindung hier dazwischen wird gar nicht gebraucht. Okay, gehe ich mal zurück und kann hier STRG Z machen. Füge lieber die da oben ein. Und um das Löschen dieser Polygone kümmere ich mich später. Okay. So, machen wir mal hier weiter. Also, Auswahl. Brückenwerkzeug,
das Ganze mit der Seite auch noch. So, also Shift-Taste, dann wenn ich sie brauche, nämlich immer jetzt, Shift-Taste gedrückt. So, jetzt natürlich nicht die Shift-Taste drücken, also hier ist die Shift-Taste noch nicht zu drücken, das aktiviere jetzt hier das erste, jetzt drücke ich die Shift-Taste und damit ich das besser hinkriege, zoome ich hier immer mal ein Stückchen ein. Okay. So, das sieht doch hier nach wenigen Minuten schon sehr, sehr anständig aus. Jetzt können wir hier noch ein paar solcher Zwischenebenen einfügen. Wir sind also noch nicht ganz fertig. Uns fehlen noch die für die Deckenebene hier unten. Und die für die Deckenebene hier oben, die fehlen uns noch. Also das ist eine. Machen wir es einzeln. So, Sie sehen, man kommt also wirklich mit wenigen Wissensbausteinen aus. Bis jetzt habe ich nur extrudiert und füge hier mit dem Brückenwerkzeug die Elemente zusammen. Übrigens nochmal der Trick, wenn ich quasi permanent zwischen Brücke und Live-Selektion hin und her wechseln, muss ich das eigentlich nicht machen, indem ich die Werkzeuge hier oben immer wieder auswähle, beziehungsweise rechte Maustaste aufrufe. Das muss nicht sein. Man kann das auch so machen, dass man die Leerschlagtaste drückt, denn das Programm, jetzt drücke ich natürlich erstmal Shift, das Programm merkt sich, ja, immer die letzten Werkzeuge und mit der Leerschlagtaste kann ich jetzt zwischen diesen beiden Werkzeugen hin und her switchen. Ja, also der Auswahl, Z, so, Shift, Leerschlagtaste, also Shift habe ich natürlich jetzt schon lange wieder losgelassen, Leerschlagtaste ruft mir mein davor verwendetes Werkzeug wieder auf und das ist das Brückenwerkzeug. So, jetzt sollte ich erstmal alle haben und jetzt möchte ich mich darum kümmern, hier diese Polygone wieder wegzulöschen. Das kann ich tun mit der Auswahl. Ich kann die Polygone, die ich nicht haben möchte, auswählen. Dazu sage ich hier mal nur sichtbare selektieren aus. Ich möchte also tatsächlich hier alle mit einmal selektieren. Zu sehen, hat geklappt. Ich habe mich sicherheitshalber da mal rumgedreht und drücke auf der Tastatur die Entfernen-Taste. So, weg sind sie, die Polygone. Und sie hinterlassen natürlich jetzt Löcher in der Konstruktion, die wieder zu schließen sind. Das geht jetzt hier
mit wiederum dem Brückenwerkzeug, aber Achtung, Brückenwerkzeug jetzt im Kantenmodus. Deswegen wähle ich hier drüben die Kante an, denn jetzt werde ich quasi zwischen der Kante und der Kante die Brücke aufspannen. Also, Brückenwerkzeug, ich hätte natürlich auch die Leerschlagtaste drücken können. Und jetzt wähle ich, anstatt aktiven Polygonen, wähle ich jetzt eine Kante an. Und zwar von hier nach da. Soll er jetzt diese Fläche aufziehen und man sieht schon, das Loch ist zu. Und dasselbe machen wir natürlich hier oben. Von hier nach da. Wunderbar. Und wenn wir einmal das Brückenwerkzeug haben, dann kann ich natürlich auch gleich hier oben die Decke einfügen, indem ich wiederum von hier nach da und von der Kante zu der Kante meine Struktur schließe. Und dasselbe mache ich auf der Unterseite. Und dann nehme ich mal diese Kante, die und die und die. Okay. Haben wir schon die gesamte Struktur mit fehlender Ecke und vorhandenem Dach erstellt. Dasselbe machen wir mit dem Boden. Von hier nach da und von da nach da. Okay. Warum fülle ich jetzt nicht die Deckenunterseite aus? Dazu müsste ich jetzt euch die Fotos aufrufen von diesem Pavillon. Dann würde man sehen, dass die Decke hier, also diese Polygone, die bestehen aus einem Gitterrost im Gegensatz zu dieser Verblechung, die hier oben zu sehen ist. Glaubt mir das jetzt einfach mal. Ich rufe die Fotos jetzt nicht auf. Ich will mich jetzt rein auf das Modeling konzentrieren, dass das praktikabel ist, so wie wir das jetzt gemacht haben. Okay, dann fehlen jetzt noch diese Art Ohren, die da dranhängen. Schauen wir uns die auch nochmal an. Wir haben also drei solche Auskragungen. Eins, zwei und hier auch nochmal. Und haben dann hier einfach noch zwei solche Füllungen, die wieder mit dem Brückenwerkzeug dann noch zu erstellen sind. Okay, machen wir es der Reihe nach. Unser Pavillon, den wir jetzt hier bauen, kriegt also auch diese Auskragungen. Dazu wähle ich das Polygonwerkzeug an. Live-Selektion kann also jetzt hier, aber Achtung, was ist passiert? Ich habe noch die Sichtbarkeit für das Löschen auf nur sichtbare Selektieren ausgemacht. Das schalte ich jetzt mit dem Häkchen wieder an, denn ich will nur dieses Polygon haben. Da muss man also sehr achtsam sein. Sozusagen die kleinste Andeutung durch eine gelbe Kante ernst nehmen und sagen, oh, Obacht, sind hier wirklich nur die Polygone ausgewählt, die ich auch wirklich brauche. So, Shift-Taste und das sind im Moment diese beiden. Jetzt kann ich ebenfalls
aus der Werkzeugliste der letztverwendeten Werkzeuge. Die kann man sich hier auch abziehen. So, dann liegen die jetzt hier. Kann ich da drüber legen. Kann ich mir das Extrudieren wieder rausnehmen. Und auch hier trage ich wieder den Wert 2,97 ein. 2,97. Enter. Ja. Sie kennen das Spiel schon. Objekt deaktivieren, Objekt aktivieren, Werkzeug nochmal anwählen und Komma 33. Okay, wenn ich jetzt einmal bei diesem Extrudieren-Werkzeug bin, dann mache ich da auch gleich weiter. Und zwar kriegt der Pavillon hier auch diese Auskragung 1, 2. Ihr habt jetzt gesehen, ich kann auch mit dem Extrudieren-Werkzeug Polygone anwählen. Ja, ich habe da drauf geklickt. Ich mache es nochmal. Also, ich muss das Extrudieren-Werkzeug jetzt gar nicht wechseln, um mit der Live-Selektion hier Polygone anzuwählen. Ich kann das Extrudieren-Werkzeug behalten. Zack, drück da drauf, ist das Polygon selektiert. Drück die Shift-Taste. Zack. Und ja, wenn man richtig effizient hätte arbeiten wollen, hätte ich natürlich jetzt hier die 297 erstmal drin stehen lassen, hätte auch diese Kante 297 extrudiert und das werde ich jetzt mal mit dieser und dieser Kante so machen, damit ich nicht ständig 297,33 immer wieder im Wechsel hin und her eintragen muss. Okay, denn jetzt kann ich hier einfach neue Polygone anwählen und sagen, neu transformieren. Zack. Mal gucken, was passiert, wenn ich Werte zurücksetzen sage. Okay, dann macht er hier den Standardwert raus. Das will ich natürlich nicht. Ich dachte, er schreibt jetzt hier einfach rein 0. Okay, stattdessen musste ich jetzt hier wieder die 297 eintragen. Okay, also bleibt es bei dem Spiel deaktivieren. Aktivieren. Komma 33. Ausführen. Und ein letztes Mal neu transformieren. Okay. Wunderbar. Ihr wisst schon, was jetzt gebraucht wird. Die Live-Selektion wird gebraucht, um das Polygon und das Polygon anzuwählen, sowie das Polygon und das und das und das. So. Also mit ein bisschen Geschick dreht man sich hier immer mal so leicht hin und her und wählt die hier sichtbaren Polygone aus. Jetzt nehme ich das Brückenwerkzeug wieder zur Hand, beziehungsweise aus der Liste der letzten verwendeten Werkzeuge und ziehe eine Linie von der Ecke auf diese Ecke. Wichtig ist also immer, dass man eine Darstellung hat, die von der Drehung des Objektes, vom Skalierungsfaktor so ist, dass man da gut arbeiten kann. Wenn mir das nichts ist, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass ich genau einschätzen kann, habe ich diese Ecke jetzt hier getroffen mit meinem Cursor oder finde ich die
dazugehörige Ecke gegenüber auch eindeutig, dann drehe ich lieber meine Zeichnung nochmal ein Stück. Ja? Da sollte man also kein unnötiges Risiko eingehen, dass man dann mit Zurückschritten operieren muss, weil man das irgendwie dann doch nicht gesehen hat, wo man hin extrudieren will oder was man mit der Brücke verbinden will. Okay, so. Wechseln wir wieder in den Kantenmodus und fügen mit dem Brückenwerkzeug auch hier Füllungen ein. Das war meines Erachtens hier gefüllt, da gefüllt. Ja, ganz sauber. Perfekt. So, die Innenseite hier und diese und fertig. Fertig ist unsere Grundstruktur. Sie sehen also, dass sich aus ganz wenigen Grundfunktionen extrudieren, Brückenwerkzeug im Polygonmodus für die Querträger und Brückenmodus im Brückenwerkzeug im Kantenmodus zur Füllung dieser Flächen, dieser ganze Pavillon in seinen Grundzügen erstellen lässt. Okay, da sind wir auch schon fast fertig. Was mache ich jetzt? Wie mache ich jetzt weiter? Jetzt wird es sozusagen mit ein bisschen die nächsten Arbeitsschritte sind ja nicht mehr viele, dann sind wir im Prinzip schon fertig. Die nächsten Arbeitsschritte sind das Einfügen dieser angekippten Fläche, das Herausextrudieren dieser Ergänzung und der Ergänzung hier drüben. Gut. Wie kriege ich jetzt hier diese Füllung hier rein, die mit einem leichten Abstand, wir gucken es uns nochmal an. Wir haben hier also einen leichten Abstand. Hier ist also Luft jeweils dazwischen. Unten logischerweise auch. Wie kriege ich das hin? Und bevor ich diese Frage beantworte, um nicht immer hin und her switchen zu müssen, werden wir uns also auch noch die nächsten Schritte anschauen. Wir haben also hier eine solche, diesen Verbindungssteg, der ist lang. Wenn ich das Polygon anklicke, kann ich das hier rauslesen. 4,37,6. Okay. Ich werde das also 4,50 lang machen. Das ist ja dann gerade. Und dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt das abschneiden und die überflüssigen Polygone wieder löschen. So werde ich das machen. Das extrudiere ich als Ganzes raus und auch diese Scheibe will ich mal vom Maß messen. Das sind hier 2,37, sage ich jetzt mal. 2,37. Mal gucken, ob ich mir das alles merken kann. Okay, ein Phänomen sieht man hier noch. Ich kann hier durchgucken. Hier gibt es also Ränder. Dieses Polygon, was da dazwischen gefügt ist, geht in der Endversion nicht bis zum Rand. Warum? Weil sich dort diese Geländerkonstruktion noch einfügen soll. In diese Fuge soll sich quasi das Geländer einfügen. Streng genommen muss das hier auch sein. Das ist also hier auch noch fehlerhaft. Das muss ich also beachten. Gut,
Das sind jetzt ganz schön viele Aspekte. Da ich den Pavillon nicht zum ersten Mal mache, werden wir das also hinkriegen. Und zwar so, dass wir es gleich richtig machen. Also mit diese Fehler, die hier noch drin sind, korrigiert sein werden. Okay. Gut. Fangen wir mit dem letzten an, was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, dass dieses Polygon und dieses Polygon, ich habe jetzt mal mit der Shift-Taste beide ausgewählt, dass diese beiden Polygone gar nicht bis zum Rand gehen. So, wie kann ich das machen? Ich muss sie als erstes wieder aus diesem Verbund herauslösen, weil ich kann natürlich nicht einfach hergehen und sagen, ich schiebe die Kante mal rüber. Das geht ja nicht. Ja, es ist ja ein gesamtverbundenes Objekt, in dem ich nicht einfach jetzt eine Kante rüberschieben kann, weil ja alles mit allem verbunden und verknüpft ist. Und diese Verknüpfung oder Verbindung der Polygone, die löse ich wieder auf, indem ich mit der rechten Maustaste hier drauf drücke und die Funktion Ablösen verwende. Was ist passiert, wenn ich diesen Befehl auslöse? Die Polygone, die sich vorher haben nicht verschieben lassen, ich habe es gar nicht gezeigt. Ich mache nochmal Schritte rückgängig. Das müssen Sie natürlich jetzt nicht tun. So, okay, bis hierhin. Wenn ich also Polygone habe, sehen Sie, die hängen jetzt natürlich auch zusammen. Ich hatte es mit der Kante demonstriert, jetzt habe ich es auch nochmal mit den Polygonen gezeigt. Die lassen sich tatsächlich erst nach der Funktion ablösen. Lassen die sich nach oben schieben. Ja. Ihr seht, wir sind immer noch innerhalb nur dieses einen Polygonobjekts. Ja. Ich kann also Polygone auch innerhalb dieser Struktur wieder voneinander trennen und es ist immer noch ein einziges Polygonobjekt. Das ist die Funktion ablösen. Gut, ich will das natürlich nicht nach oben schieben, sondern ich will sie schmaler machen, beziehungsweise ihn will dort 10 cm abziehen. So, welche Achse ist das? Gucken wir hier. Die blaue Achse ist Z. Z-Achse. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier die Kanten selektiere. Ups, naja. Das kann ich so einfach nicht. Ich muss es ein bisschen anders machen. Ich muss es jetzt erstmal Pi mal Daumen schmaler machen. Das heißt, ich nehme jetzt das Skalieren-Werkzeug, skaliere mir das mal ein paar Prozent schmaler, beziehungsweise sehe ich ja jetzt hier, was hier mitläuft, nämlich dieser Wert. Und mit den Rückschritten habe ich das jetzt mal hier zurückgemacht. Wenn ich also hier 10 cm abziehe, also aus den 2,97, 2,87 mache, anwenden, dann habe ich das also jetzt genau 5 cm schmaler gemacht. Okay, das war jetzt ein bisschen Such und Find. Wie mache ich es am besten? Aber Ergebnis zählt ja. Also wenn ich mir das jetzt hier anschaue, wunderbar. Da ist meine 5 cm Funke. Und dieses Verfahren, was wir gerade kennengelernt haben, Polygone abtrennen und mit denen dann was Sinnvolles machen, das werde ich jetzt auch anwenden, um diese Füllung herzustellen. Schritt 1 wird also sein, diese Fläche auszufüllen. Kanten. Brücke, Fläche dazwischen ziehen, Live-Selektion,
Polygon-Modus, Polygon anwählen, rechte Maustaste, ablösen. Ja, wir sehen, jetzt ist es auch tatsächlich abgelöst. Und ich kann das jetzt gleich hier in die Mitte schieben. Das mache ich jetzt mal wirklich Pi mal Daumen. Die 5, die 16,6 sind ungefähr die Hälfte. Das habe ich jetzt hier, das erlaube ich mir jetzt mal, dass das einfach ungefähr auf die Mitte geschoben wird. Dann mache ich es mit der entweder Skalieren-Funktion ein Stück kleiner. Wenn ich es aber maßhaltig kleiner bekommen möchte, dann trage ich das hier bei den Abmessungen ein. Und wenn der Abstand ringsum 10 cm sein soll, dann muss ich also jetzt hier 2,77 eintragen. Auf der Achse und auf der Achse 77 anwenden. Ja. Das heißt, zu 2,97 fehlen also jetzt 20 cm und das ergibt also hier 10 cm und da 10 cm Abstand. So, Sie ahnen schon, was jetzt kommt. Ich drehe das. Ja, ich drehe dieses aktive Polygon mit dem Drehwerkzeug und gedrückter Shift-Taste drehe ich das um exakt 10 Grad. Okay. Als nächstes wollen wir dem natürlich eine Materialstärke geben. Und dann nehmen wir wieder unser Extrudieren-Werkzeug. Diesmal machen wir aber noch eine Angabe. Erstmal, wie dick das Teil sein soll. Wir haben es um die Hälfte verschoben. Unser Stützmaß ist 33. Die Hälfte davon ist also 16. Die weiteren Kommastellen lasse ich jetzt mal weg. Und jetzt ist ganz wichtig, dass man diese Checkbox noch anklickt, nämlich Deckfläche. Mache ich das nicht, ich will es mal zeigen, was passiert, dann hat unsere Wandscheibe, der fehlt dann natürlich hier das Originalpolygon quasi. Gut, deswegen mache ich das mal rückgängig und habe bei diesem Test gleich was gesehen, nämlich in welche Richtung dieses Polygon extrudiert wird. Entschuldigung. Und wenn ich das ändern möchte, dann trage ich hier eben eine minus 16 ein. Deckfläche und neu transformieren. Okay. Hat dieser kleine Demonstrationstest wieder eine Zwischenerkenntnis gebracht und wir haben hier gleich in die andere Richtung extrudiert. So, haben wir also auch diese etwas komplizierte Stelle gelöst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die 10 Grad wirklich richtig sind. Ich gehe mal hier rüber. Eher nicht. Guckt mal, hier ist jetzt, das guckt noch ein bisschen mehr raus. Ja, also hier sehen wir, dass die Oberseite komplett nach außen schaut. Ich kann das auch mal anwählen. Sehe ich da jetzt eigentlich die Drehung? Nee, sehe ich nicht. Hier gibt es jetzt, dadurch, dass das ein insgesamt verbundenes Objekt ist, sehe ich jetzt nirgends hier den Winkel. Ich will das jetzt aber auch nicht abtrennen, um den Winkel zu ermitteln. Ich sehe einfach schon, dass das gar nicht stimmt. So, was mache ich jetzt? Kein Problem. Ich kann Ihnen an diesem Beispiel noch eine schöne kleine Funktion zeigen. Und zwar
müssten wir jetzt alle Polygone dieser eingefügten Scheibe, also sprich das alles, selektieren. Und das will ich jetzt nicht manuell machen. Ja, ich könnte jetzt hier ein paar Mal klicken mit der Live-Selektion und dann wären alle Polygone, die relevant sind, selektiert. Das wären 3 Klicks, das möchte ich aber nicht. Ich zeige Ihnen einfach mal eine Funktion, die nämlich vom Programm angeboten wird und die ziemlich clever ist. Ich sage selektieren, Zusammenhang selektieren. Und jetzt sucht das Programm nach zusammenhängenden Elementen. Bingo. Das heißt, anstatt 3 oder 4 oder 5 Klicks habe ich jetzt einmal geklickt, nämlich aufs Menü und gesagt, selektieren, Zusammenhang selektieren. Da war's. So, okay. Wunderbar. Und jetzt kann ich erneut das Drehwerkzeug anwählen und nochmal nachdrehen. Ja, die selektierten Polygone nochmal um 5 Grad drehen. So, ich mache es mal hier. Ich gebe es mal hier genau ein. Auf dem H-Winkel 5. Oh, verkehrt. Nicht richtig geguckt. So. Hätte eigentlich funktionieren müssen, haben Sie es gesehen. Ich habe hier 5 eingetragen und es war, gut, nochmal gucken. 5, Enter, ist verkehrt. Na, jetzt wird es verrückt. Kann aber damit zusammenhängen, dass die Drehwinkel, die ich hier sehe, und die Gesamtausrichtung des Gesamtsystems und damit die Relevanz für diese HPB divergieren. Wäre ein Erklärungsversuch. Ich mache es jetzt einfach so. Ich gehe jetzt auf circa 5 und es ist mir jetzt auch Rille, ob das jetzt 5,6 oder 5 Grad sind. Steht ja eh nirgends in der bemaßten Zeichnung. Das habe ich ja eh nur aus den Fotos entnommen. Okay. Also, was haben wir gelernt? Wir merken uns einfach, dass wir, wenn wir ein Polygon aktivieren und sagen Selektion, Zusammenhang selektieren, wird er also alle verbundenen Polygone, die sich sozusagen verbunden erreichen lassen, mit in die Selektion reinnehmen. Wir sehen, dass jetzt also das, das und das nicht mit verbunden sind. Und das stimmt ja auch, das hatten wir ja durch die Funktion abtrennen tatsächlich aus diesem Polygonverbund wieder rausgelöst. Ist also alles korrekt. Wir sehen auch noch was, kurz zur Erklärung. Warum haben hier die Elemente unterschiedliche Farben? Das ist orange, das ist so blau-violett. Also mal taucht es hier blau auf, mal violett. Das hat einfach damit was zu tun, von wo nach wo ich die Brücke gezogen habe. Ja, das ist entscheidend, weil jedes Polygon hat 2 Seiten. Man spricht davon normalen. Und in dem Fall sind die hier andersrum gedreht. Und wer das jetzt ganz, ganz ordentlich haben will, der geht, machen wir es so, rechte Maustaste, normalen ausrichten, ist so ein Befehl, der würde das jetzt automatisch alle normalen in eine Richtung drehen. Das hat wieder was mit Modeling, Effektivierungen zu tun, wenn man das tut. Es verwirrt jetzt hier auch nicht so sehr, dass man denkt, hä, was ist denn das? Wo kommt denn das her? Ich habe doch da gar keine Farbe zugewiesen. Ist es ja auch nicht. Es ist nur
die Anzeige, in der immer eine Seite der Polygone ist kräftig orange. Wenn ich jetzt hier innen reingehe, so, hier sieht man auch dieses Blau. Die andere Seite, also die gegenüberliegende Seite, ist blau markiert. Und also Blau und Orange sind die Markierungen der Polygone für die normalen Anzeige. Gut, das war jetzt ein kleiner Theorie-Exkurs. Wir sind fast fertig, würde ich sagen. Machen wir mal die letzten Arbeitsschritte. Und zwar gehe ich jetzt hier mit der Erkenntnis, dass auch diese Auskragung und diese Auskragung ja noch nach innen gerückt werden müssen, gehen wir jetzt hier wie folgt ran. Wir extrudieren eine Kante. Und auch da haben wir wieder das Phänomen, ich selektiere eine Kante und die Achse ist jetzt gedreht. Warum ist das so? Cinema ermittelt Achse aus den resultierenden angrenzenden Polygonflächen. Und die stehen im 90-Grad-Winkel zueinander, also diese und diese. Und daraus ergibt sich die Achsennormale von 45 Grad. So, interessiert mich jetzt nicht so. Denn ich weiß, es gibt hier die Funktion zwischen Objekt und Weltkoordinatensystem umzuschalten. Und wenn ich das tue, switcht die Achse jetzt in das Weltkoordinatensystem und ich kann was machen? Ich kann diese Achse einfach, oder Entschuldigung, aus dieser Kante ein neues Polygon herausextrudieren mit gedrückter Control-Taste. Kann ich das jetzt auch mal live tun? Ja, das. Im Prinzip ist das genauso die Funktion extrudieren. Ja. Die gedrückte Control-Taste ist extrudieren. So, jetzt habe ich natürlich habe nicht darauf geachtet, auf das Maß. Das ist hier 0. Wir haben gesagt 4,50. Ich trage das hier mal ein. 4,5. Okay. Und diese Achse möchte ich auch extrudieren. Da habe ich mir das Maß nicht gemerkt. Ich gebe es zu, ich habe mir das Maß nicht gemerkt. Ich gehe zurück und messe das nochmal. Ich habe es vorhin, glaube ich, auch gar nicht wirklich gemessen. Ich hatte nur dieses Maß gemessen und das waren ungefähr 2,30 und dieses Maß ist 1,77. Sie merken, ich nehme das jetzt hier in den Nachkommastellen nicht ganz so genau, weil hier ist es ja so, ich kann mir das auch mal von innen anschauen. Ups, mal eins, gucken Sie uns mal. Gucken wir uns das mal hier an. Ich habe das also, es muss eh noch genau verschoben werden. Also dieses Maß hier. Der Versatz nach hier vorne ist vom Maß nicht ganz, ganz exakt definiert. Das habe ich jetzt nicht ganz so glücklich vorbereitet. Wir sehen aber, dieses Maß ist relevant, wenn man das im Kontext dann dieses Geländers betrachtet. Also sollten wir hier doch mal nochmal das etwas exakter machen. Beziehungsweise wenn ich dann beim Setzen der Scheibe darauf achte, dass es genauso aussieht, wie wir es hier sehen, dann ist eigentlich auch die
Genauigkeit hinreichend genau. Also merken wir uns 1,77. Okay. Nehme ich lieber gleich die Funktion extrudieren. Und trage hier ein Offset 1,77. Oh, verkehrte Achse. Tja, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Geht nämlich hier über das Extrudieren-Werkzeug gar nicht. Also Kommando zurück. Machen wir es genauso, wie wir es gelöst hatten. Ich habe das intuitiv schon richtig gemacht gehabt. Nämlich mit gedrückter, ich gehe hier wieder auf mein Standard-Werkzeug, habe hier oben ja das Weltraster eingeschaltet, drücke die Control-Taste und ziehe das jetzt hier 1,77 raus und vielleicht kriegen wir das sogar hier schon hin. Ich kann das sehen, da steht 1,772. Das ist hinreichend genau. Ich lasse los. Okay, also das war jetzt ein bisschen Geeier, aber Ergebnis zählt. Ja? Ich nehme also mit gedrückter Control-Taste dieses Schnell-Extrudieren, so nenne ich das jetzt mal, her und habe das 4,50 und das 1,77 rausgezogen. Gut. Nächster Schritt. Wir trennen im Polygon-Modus dieses Objekt und dieses Objekt ab. Rechte Maustaste. Ablösen. Abtrennen, Entschuldigung, würde ein neues Objekt erzeugen. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen es tatsächlich innerhalb des Polygonverbundes nur ablösen. Angewählt und Sie sehen es, hat geklappt. Gut, jetzt kann ich tatsächlich aber wieder die Funktion extrudieren als Befehl benutzen, denn ich will ja jetzt 0,33 nach unten extrudieren mit Deckfläche. Das will ich tun, aber vielleicht ist es sinnvoll, bevor ich das rumextrudiere, das gleich noch schmaler zu machen. Sonst habe ich nachher mehr Arbeitsschritte. Nochmal, Kommando zurück. Nö, stimmt gar nicht. Ich kann es auch so machen. Ich zeige Ihnen einfach. Es ist mir gerade noch was eingefallen, wie es gut geht. Wir extrudieren. Und jetzt sehen Sie mal an diesem Beispiel, sehen Sie jetzt mal den Einfluss der Normale. Ja? Jetzt ist nämlich eine Seite nach oben extrudiert worden und eine Seite nach unten. Warum ist das so? Weil, wenn ich das mal rückgängig mache, sehen Sie, die eine Seite ist orange und die andere Seite ist blau-violett. Und das gibt an, dass die Normale einmal nach oben zeigt und einmal nach unten. Ja. Immer die orange Seite ist die positive normalen Seite. Und das heißt, dieses Problem werde ich jetzt nicht lösen können mit einem Arbeitsschritt, sondern entweder sage ich, dass das in minus 33 und das in plus 33 extrudiert wird. Oder ich gehe wieder her und sage, rechte Maustaste, normalen ausrichten. Was habe ich das jetzt angewählt? Okay, Sie sehen, dieser Befehl klappt nicht immer. Das ist auch meine Erkenntnis. Er weiß es jetzt, das hat er auch in der Erklärung. Und zwar haben wir jetzt genau zwei Polygone und die sind 50-50 verteilt. Ja, das heißt, das eine ist so und das andere ist so. Und da weiß er ja gar nicht, wo ich es hin ausrichten will. Was soll denn außen sein und was soll innen sein? Das heißt, bei dem Befehl
als ich ihn vorhin ausgelöst habe, hat er einfach durchgezählt. Er hat geguckt, wie viele Polygone sind mit der normalen Seite nach außen und wie viele sind mit der normalen Seite nach innen. Und dann hat er sich einfach für die Mehrzahl entschieden. Und das kann er jetzt nicht. Bei 50-50 ist eine Pattsituation, geht nicht. Okay, machen wir es also einzeln. Beziehungsweise ich sage hier normalen umdrehen, rechte Maustaste, haben wir schon gesehen, ne? Es gibt normalen ausrichten und darunter ist normalen umdrehen. Jetzt sind diese beiden Polygone, haben jetzt dieselbe normalen Richtung. Ich wähle wieder extrudieren an und muss jetzt hier eine minus 33 als Offset eintragen. Deckfläche haben wir schon gesetzt und neu transformieren. Gut, haben wir das geschafft. Dann machen wir es so, dass wir jetzt ein Polygon links und ein Polygon rechts anwählen. Und hier bei den Abmessungen einfach einen neuen Wert eintragen. Ja, wir sehen, dass diese beiden aktiven Polygone 297 im Lichten auseinander sind. Und da tragen wir ein 287. Enter. Das, was also mit dem Einzelpolygon funktioniert hat, funktioniert auch hier jetzt. Mit dem Unterschied, da hatten wir Kanten ausgewählt. Beziehungsweise, nee, stimmt nicht, es waren die Gesamtpolygone ausgewählt. Hier haben wir jetzt sich gegenüberliegende Polygone ausgewählt. Und Ergebnis klappt. Gut, machen wir dasselbe hier. Zack. Zack. Die zwei Polygone. Jetzt ist es die Achse, die zählt. Okay, fertig. Wunderbar. Dann haben wir jetzt nur noch einen allerletzten Arbeitsschritt zu machen und dann sind wir tatsächlich fertig. Nämlich das Erstellen dieser Brüstungsscheibe, die hier noch ist. Und das will ich jetzt mal so machen, dass ich einfach die vorhandene Brüstungsscheibe, nämlich diese hier, im Gesamtzusammenhang selektiere. Da wissen wir schon, wie das geht. Zusammenhang selektieren. Ich bin immer noch in dem Modus Weltkoordinatensystem. Das ist in Ordnung. Jetzt will ich die selektierten Polygone tatsächlich abtrennen. Und abtrennen macht jetzt Folgendes. Jetzt ist ein neues Objekt dazugekommen. Sie sehen jetzt hier, der Würfel Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Der Würfel, das Gesamtobjekt bleibt quasi unberührt. Die Polygone sind immer noch aktiv. Und hier haben wir jetzt ein neues Objekt erhalten, nämlich das hier. Also ich kann das mal ausblenden. Das ist der Gesamtwürfel gewesen. Der liegt immer zuoberst. Und darunter wird also das neue Objekt angelegt und das ist hier unsere zukünftige Brüstung, die wir jetzt nur noch hier hinschieben müssen.
So, wenn ich die Brüstung jetzt aktiviere, sehe ich, das Koordinatensystem liegt an einer ungünstigen Stelle, da wo ich es gar nicht gebrauchen kann. Und ich werde jetzt mit der Funktion Achse zentrieren, das an mein Objekt ranschieben. So ist das okay. Und jetzt drehe ich mal, wähle also das Drehwerkzeug, drehe das 90 Grad, gedrückte Shift-Taste und verschiebe mir das hier in die Mitte. An die Stelle, wo ich es brauche. Das mache ich jetzt tatsächlich Pi mal Daumen. So, und ein bisschen breiter muss ich es auch wieder machen. Hier wären wir wieder anstatt 2,77 für die anstatt 2,71 für die Breite hier in, das müssen wir aber einfach ausprobieren. Sie merken, ich eier jetzt rum, welche Achse es denn nun ist. Ich skaliere es einfach ein Stück breiter. So. Das kann ich auch im Nachgang nochmal korrigieren. Okay, fertig. Sollten jetzt die Maße von dieser Scheibe nochmal angepasst werden, kann ich das dann tun, wenn wir uns die anderen Objekte dazu geholt haben. Ich denke, dass diese Scheibe hier an der Stelle noch ein bisschen hoch ist, das muss noch ein bisschen runter. Das können wir fürs gute Gefühl jetzt schon mal tun. Ich wähle das Polygon an, gehe wieder in den Objektmodus, schiebe das ein Stück runter und jetzt ist wirklich gut. Also Sie sehen, an der Stelle bin ich so ein bisschen nach Augenmaß vorgegangen und da das ja ein eigenes Objekt ist, das lasse ich jetzt auch als eigenes Objekt hier liegen, werden wir das nochmal anpassen, so wie wir auch diese Stelle nochmal anpassen, wenn wir uns die anderen Geometrien erstellt bzw. dazu geholt haben. So, für heute soll es reichen. Das war jetzt eine umfangreiche Session, 1 Stunde 12 Minuten, aber wir haben das Gesamtobjekt erstellt. Ich hoffe, ihr kriegt es mit Hilfe dieses Tutorials gut hin und drücke jetzt hier auf Finalisieren. Tschüss.